Die Schar der Gratulanten wollte kein Ende nehmen. Kunden, Geschäftspartner, Freunde, sie alle waren dabei, als das Autohaus Fürster seinen 20. Geburtstag feierte. Extra aus Köln eingeflogen kam Ulrich Selzer. Der Geschäftsführer von Toyota Deutschland freute sich über die Einladung. Gehört das Team Fürster doch zu den erfolgreichsten Toyota-Autohäusern in Ostdeutschland. Die Maxime ist Kundenzufriedenheit. Das ist bei uns tatsächlich so. Toyota ist ein Familienbetrieb. Uns ist einfach wichtig, dass der normale Kunde, der hier reinkommt, wirklich anständig behandelt wird. Das messen wir, das wissen wir und wir kennen da ganz genau unsere Profis. Und dazu gehört das Team Fürster. Die Firmenentwicklung Autohaus Fürster liest sich wahrlich wie eine Erfolgsgeschichte. Mit Elan und Aufbruchstimmung wurde 1991 auf der grünen Wiese begonnen. Heute zählt das Team Fürster rund 100 Mitarbeiter. In Pirna, Bautzen und Cottbus ist das Autohaus vor Ort, ist verlässlicher Partner in Sachen Mobilität. Ulfried Walter kann das nur bestätigen. Seit 20 Jahren ist er als DEKRA-Sachverständiger in Pirna dabei, fährt selbst einen Toyota und checkt die Fahrzeuge auf Herz und Nieren. Die Autos, die ich hier prüfe, sind in einem sehr guten Zustand und werden halt auch vorher, das ist vielleicht die Besonderheit, die hier im Autohaus ist, vorher durchgecheckt, so dass sie in hoher Qualität an mir vorgestellt werden. Zum anderen kann ich auch aus Erfahrung natürlich bestätigen, dass die Marke Toyota schon auch einen hohen Standard hinsichtlich der Qualität hat. Und so die Durchfallquote, das kann man ja auch der Literatur entnehmen, als relativ gering ist. 20 Jahre Team Fürster wurde groß gefeiert. Zum VIP-Empfang kamen geladene Gäste. Sie alle wurden bestens unterhalten mit einem Jubiläumsfilm, einem Jubiläumskomiker und einem Jubiläumsbuffet. Selbstverständlich gab es auch Jubiläumsangebote und jede Menge Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Für mich war am einprägsamsten, dass Kunden gekommen sind, die wirklich 1991 schon da waren. Also wirklich, die erste Stunde miterlebt haben. Das war für uns so bewegend, wo wir den Rücklauf von den Einladungen erhalten haben, dass genau dieses Kundenklientel zugesagt hat. Und darüber haben wir uns so riesig gefreut. Und es sind ja wirklich tatsächlich welche hier, die 1991 zur Eröffnung waren. Und das fand ich so toll. Also darüber waren wir so begeistert und es hat uns sehr gefreut. Abwechslungsreich ging es auch am Familiensamstag zu. Trotz dicker Wolken schauten viele vorbei, informierten sich über die Neuigkeiten auf dem Automarkt. Im Bereich der Nutzfahrzeuge bietet das Team Fürster ab sofort die Marke Piaggio an. Vom Leichttransporter bis zum AP ist alles dabei. Doch auch bei Toyota stehen Veränderungen an. Es wird dieses Jahr den neuen Jahres geben. Der steht schon 15. Oktober bei uns in den Läden. Der Vorverkauf hat schon angefangen, sehr vielversprechend. Also wir haben lange keine Fahrzeuge vom Papier wegverkauft. Das ist diesmal wieder gelungen. Schon 10 oder 12 Bestellungen liegen schon vor. Und dem Fahrzeug rechne ich im Kleinwagensegment sehr viel Erfolg bei. Gut gerüstet in die Zukunft. Auch im 21. Jahr bleibt das Autohaus Fürster für seine Kunden am Ball. Den Film zum Firmenjubiläum zeigt Pirna TV noch bis zum 5. September. Zu jeder ungeraden Stunde im laufenden Programm.